Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Klinsmann wird Cheftrainer bei Hertha. Urania-Medaille für Seyran Ateş und das Wetter. Grau und nass am Donnerstag erwartet uns ein typischer Novembertag. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, den 27. November 2019. Der ehemalige Bundestrainer und Ex-Bayern-Coach Jürgen Klinsmann übernimmt bis Saisonende das Traineramt beim angeschlagenen Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Das neue Mitglied des Hertha-Aufsichtsrates löst Ante Čović ab. Čović stand spätestens nach der 0:4-Niederlage beim FC Augsburg am Sonntag massiv unter Druck. Hertha liegt nach 12 Spieltagen mit 11 Punkten auf dem 15. Rang, punktgleich mit dem 16. Fortuna Düsseldorf. Jetzt soll das Trainer-Urgestein Klinsmann den Karren aus dem Dreck ziehen. Für mich die allerwichtigste Maßnahme, jetzt da reinzukommen und den sportlichen Bereich anzuführen, ist, ein Funktionsteam zu gestalten, das hoffentlich auch in der Lage ist, und es wird auch in der Lage sein, Dinge in die Hand zu nehmen, um Punkte zu holen. Also an meiner Seite wird sein Assistenztrainer Alex Nuri, den ihr kennt aus der Bundesliga, mit seinem Assistenten, den er mitbringt, dem Markus Feldhoff. Als Torwarttrainer wird uns auch aushelfen, bis auf Weiteres, Andi Köpke. Darum habe ich einen Jogi und Oliver Bierhoff von der DFB gebeten. Der Arne Friedrich als Performance Manager. Also Performance Manager ist eine Funktion, wo er ganz eng an der Mannschaft arbeiten wird mit mir und viele Bereiche abdecken wird als Bindeglied zu Michael und der Geschäftsleitung, die mir sehr, sehr wichtig sind. Die Berliner Wirtschaft hat mehr Einsatz von Politik und Flugunternehmen gefordert, Berlin direkter an das internationale Flugverkehrsnetz anzubinden. Derzeit werden lediglich 7 Langstreckenverbindungen ab den Flughäfen Tegel und Schönefeld angeboten. Laut einer am Mittwoch präsentierten IHK-Umfrage sind 3 von 4 Unternehmen in der Hauptstadtregion unzufrieden mit dem Langstreckenangebot in Berlin. Die IHK und weitere Partner, darunter auch Visit Berlin, hatten sich bereits im vergangenen Jahr zur sogenannten Langstreckeninitiative zusammengeschlossen. Berlin war eine geteilte Stadt. Es gab Ost-West, 2 Flughäfen. Und das hat sich eigentlich seit der Wende, hat sich diese Benachteiligung, diese historische Benachteiligung nicht geändert, weil die Bundesregierung auch durch ihre Verkehrsrechte sehr viel Fokus auf Westdeutschland, nämlich auf die beiden Hubs der deutschen Lufthansa in Frankfurt und München legt. Die werden gestärkt hier im Osten, nicht nur in Berlin tut sich gar nichts. Die Verteilung ist, es gibt aus ganz Ostdeutschland 9 Langstrecken, die geflogen werden, aus Westdeutschland 159. Ich glaube, die Zahl sagt alles. Die Rechtsanwältin, Autorin und Menschenrechtsaktivistin Seyran Ateş ist am Dienstagabend mit der Urania-Medaille geehrt worden. Die in Istanbul geborene Ateş hatte im Sommer 2017 in Moabit die liberale Ibn Rushd Goethe-Moschee für einen modernen und aufgeklärten Islam gegründet. Nicht erst seit Gründung ihrer Moschee ist Ateş zahlreichen Anfeindungen ausgesetzt. 1984 wurde sie bei einem Attentat auf eine Beratungsstelle für von häuslicher Gewalt bedrohter Frauen schwer verletzt. Mit der Urania-Medaille will die Urania ihr Engagement insbesondere auch für die Stadt Berlin würdigen. Ich stehe stellvertretend für sehr, sehr viele Menschen weltweit, die sich für einen liberalen, einen weltoffenen, europäischen Islam auch einsetzen in Europa, aber weltweit auch für einen sehr friedlichen Islam. Und deshalb ist das, was stellvertretend hier geehrt wurde, etwas, was mich natürlich unglaublich glücklich macht. Und deshalb gehe ich auch gerne Freiheitseinschränkungen ein. Deshalb ist das für mich auch wirklich eine Selbstverständlichkeit, Anwältin zu sein für all die Menschen, die ihre Stimme nicht erheben können. Ich bin voller Dankbarkeit und fühle mich gesegnet. In Berlin studieren so viele Menschen wie nie zuvor. 193.630 Studenten und Studentinnen sind nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes derzeit an einer Berliner Hochschule eingeschrieben. 0,8% mehr als im vergangenen Wintersemester. Frauen machten etwas mehr als die Hälfte der Studierenden aus. Deutschlandweit erreichte die Zahl der Studierenden ebenfalls einen neuen Höchststand. Im aktuellen Semester sind laut Statistikern knapp 2,9 Millionen Männer und Frauen eingeschrieben, 1% mehr als vor einem Jahr und rund 37% mehr als vor 10 Jahren.
Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht zeigt sich der Himmel bedeckt, die Tiefsttemperaturen liegen bei 7 Grad. Am Donnerstag erwartet uns dann richtiges Schmuddelwetter mit vielen Wolken und Regen. Das Quecksilber steigt maximal auf 10 Grad. Und der Ausblick: am Freitag ist es am Vormittag noch regnerisch. Im Laufe des Tages bricht die Wolkendecke aber auf und die Sonne hat ab und zu eine Chance. Ähnlich startet dann auch das Wochenende. Am Samstag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Am ersten Advent zieht es sich dann aber wieder komplett zu. Dafür bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag noch bei 8 Grad und am Samstag und Sonntag nur noch bei 4 Grad. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.